Ja, hallo. Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute werde ich euch meine PSP-Sammlungen zeigen. Also stelle ich mal kurz die zur Seite. So, fangen wir mit dem Spiel, was ich mir gekauft habe. FIFA 13. So sieht's von vorne aus. Und mit Lionel Messi drauf. Hier von der Seite, von hinten so. Hier das Spiel. Booklet. Ja, ohne Farbe. Und ja. Kann man spielen. Eigentlich auch voll die Verarsche. Hier sieht man ja die Grafik. So, denkt man, boah, cool. Richtig besser gemacht als FIFA 10. Ist es aber nicht. Das ist die gleiche Grafik und die gleiche Steuerung. Bloß, dass da vorne steht FIFA 13. Also, 30 Euro umsonst ausgegeben. Ist ja jeden sein Geschmack. Aber meins ist es nicht. Nächstes Spiel. Lego Pirates of the Caribbean. Jack Sparrow. Und die anderen zwei. Hier Captain Jack Sparrow. Freigegeben ab 6 Jahren. Disney, TT Games. So. Und ja, so sieht's aus von hinten so. Sieht das Spiel aus. Booklet, wieder mal ohne Farbe, noch nicht mal Bilder zu sehen. Aber heutzutage braucht man kein Booklet. So, das Spiel muss man unbedingt haben. Das Spiel macht sehr viel Spaß. Auch auf der Xbox macht es Spaß. Auf der Wii und auf der Nintendo DS. Und ja, muss man haben. Nächstes Spiel. Little Big Planet. Zweimal. Fragt mich nicht, warum ich das zweimal habe. Aber ich dazu bekommt das Little Big Planet Spiel. Bei so einer Mission kommt man gar nicht weiter. Hinten sieht so aus. So. Bei China, also da ist man in China, da kommt man nicht weiter. Dieses Booklet ist schön dick, aber wie immer ohne Farbe. Ja, eigentlich gutes Spiel. Und ja, Gran Turismo. Einen Moment habe ich auch, glaube ich, zweimal. Ja, hier ist es. So, Gran Turismo habe ich zweimal. Ja, von hinten sieht es, also von vorne sieht es so aus, ab 0 Jahren. Von der Seite so. Von hinten so. So sieht das Spiel aus. Habe ich noch gar nicht angespielt. Also, ich kann nicht darüber sagen. Ich habe es noch nicht mal angetestet, noch nicht mal angespielt. Ja. Booklet wie immer, hier ohne Farbe. Und ja, ich kann leider dazu nichts sagen, weil ich das noch nicht gespielt habe. ATV Off-Ride Furry Bro ab 6 Jahren. So, von hinten so. Kann man kaufen. Muss man auch eigentlich nicht unbedingt, weil ich dort nicht speichern kann. Und ja, von der Seite sieht es so aus. Booklet. Ja, kann man nicht speichern, aber sonst sind die Rennen ziemlich einfacher als pur für die Xbox 360. Und ja, SmackDown vs. Raw 2010 muss man haben.
Was mich stört, ist bei Road to WrestleMania Modus. Da kommt das Spiel schon rausgeflogen. Hier. Was mich dort stört bei die Road to WrestleMania Modus. Ach ja, übrigens andere Sprache und Deutsch. Ja, ist, dass da die Kommentartische am Anfang sind und dann später sind sie weg im Mac und die Musik während des Kampfes stört mich auch. So, wer drauf ist, ist dort John Cena, der heute WWE Champion ist, also der heutige WWE Champion. Die Undertaker, der hat heute eine Glatze, also nur ein paar Haare, aber eine Glatze. Red Superstar Edge ist ein Hall of Fame. Mom, jetzt. Driver Randy Orton. Hier ist der Edge übrigens. Undertaker, John Cena, Driver Randy Orton. Und Rey Mysterio. Ja. So, und jetzt das nächste Spiel. Ist FIFA 10. Hab schon gesagt, gleiche Grafik wie bei FIFA 13. Bin nur 10 Euro gekostet. Und ja, Spiel sieht genauso aus wie FIFA 13. Booklet. Auch ohne Farbe. Ja, Bastian Schweinsteiger. Und ich glaube, Ronny. Oder, ja, Ronny. Und ja, was mir aufgefallen ist, ich habe das Booklet von Smackdown 2010 nicht gezeigt. Auch ohne Farbe. Ja, Grand Theft Auto Liberty City Stories. Sehr gutes Spiel. Kann man haben, muss man aber nicht. Ja, habe ich hier 6 Euro, glaube ich, bekommen. Booklet, schon ziemlich alt, das Booklet. Aber mit Farbe wieder. Hier. Ja, mit Farbe. Das einzige Spiel, was jetzt noch mit Farbe ist. Ratchet and Clank. Sense Masters. Auch 2-mal. Von hinten sieht es so aus. Und von der Seite sieht es so aus. Ja, hier. Ist ziemlich schwer zu spielen. Ja, auch ohne Farbe. Und ja, ziemlich schwer. Tekken 6. 16 Jahren. Katsuya Mishima ist drauf. Jin Kazama und Hayashi Mishima. So, Tekken 6 von hinten sieht so aus. Hier, der Geistermodus macht mir sehr viel Spaß. Kann man haben, muss man aber auch nicht. Auch im Spiel, also im Booklet mit Farbe. Und ja, jetzt kommt das letzte Spiel. Flucht der Karibik, Pirates of the Caribbean, am Ende der Welt, für 12 Euro. Disney. Ja, von der Seite sieht so aus. Von hinten so. Nicht richtig gespielt. Aber ich kann schon sagen, das ist schwer. An einer Stelle auch mit Farbe. An einer Stelle komme ich nicht weiter. Und ja. Dann war es das schon. Wieder ein Video geht zu Ende. Und ja. Jetzt muss ich noch was machen kurz. Ich stelle euch mal kurz hier hin. Auch ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Abonnieren und kommentieren. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich spiele. Die PSP.
Ja. Und ja, jetzt einen Moment. Jetzt wollt ihr noch bestimmt wissen, wie viele Spiele das sind. Das sind 14 Spiele. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Abonnieren und kommentieren. Tschüss und bis dann. Ciao.